Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, ich habe in den letzten Wochen und Monaten wieder einiges an Karten angesammelt, die ich mir einzeln angekauft habe. Und 10 davon gucken wir uns jetzt an. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, nach längerer Zeit habe ich mal wieder eine Folge Neuzugänge am Start. Ich habe ja wirklich Myriaden an Karten, wo ich wirklich eine Folge Neuzugänge drehen kann. Es werden auf jeden Fall 3 werden, inklusive der hier vielleicht sogar 4 Folgen mit den Karten, die ich aktuell hier habe. Und heute gucken wir uns die ersten 10 Karten an. Es sind tatsächlich ein bisschen mehr als 10, aber es sind halt 10 unterschiedliche Karten. Allerdings ist von der einen oder anderen Karte ein weiteres Exemplar dabei, also zum Beispiel 2 oder 3 Stück oder in einer anderen Rarität. Werdet ihr ja dann sehen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ja, meine Freunde, die erste Karte ist ein Chaos-Imperator-Drache aus dem Duelist-Pack Kaiba. In unlimitiert. Ich finde es mega cool, dass es wieder eine unlimitiert ist und keine First. Ihr wisst, First Editions habe ich schon zum Saufüttern. Ich könnte damit meinen Ofen anzünden, ne, würde locker den Winter durchheizen mit dem Zeug, dass ich ein First habe. Unlimited habe ich mit dieser hier erst 4 Stück. Ja, wenigstens habe ich jetzt das Playset voll und das zweite angefangen mit der hier. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall noch 5 Stück haben davon. Die ist ja mittlerweile auch relativ teuer. Ich glaube so 60, 70 Euro um den Dreh. Schauen wir uns mal den Zustand an. Ich glaube, ich habe auch so 72 Euro dafür bezahlt, wenn mich nicht alles täuscht. Also der Zustand ist natürlich wie aus dem Ei gepellt, vollkommen klar. So wie das sein muss für eine House of Cards Collection Karte, nicht wahr? So muss das sein. Wir haben die auch schon schön in so einer schwarzen Hülle. Ja, gibt es glaube ich nicht allzu viel zu sagen. Chaos Imperator Drache, bekannt für den Yatta-Lock. Bestehend aus Chaos Imperator Drache, Yatta-Garase und Sangan. Alle 3 glaube ich verboten gewesen, außer Chaos Imperator Drache. Der ist ja jetzt mit seinem Errata wieder erlaubt worden. Dann haben wir hier nochmal einen Chaos-Imperator-Drachen. Dieser ist allerdings in Collectors Rare, also nochmal eine ganze Nummer teurer. Ich glaube, der kostete 170, kann das sein? Irgendwie so, ist schon ein bisschen her, dass ich mir den geholt habe. Ja, auf jeden Fall in Collectors Rare nochmal eine Nummer geiler als in Ultimate Rare. Sehr cool. Auch wenn der Effekt natürlich jetzt hier nicht ganz zum Tragen kommt. Vielleicht sehen wir es hier oben. Da habe ich immer so einen kleinen Beauty-Shot, den ich da einfüge, quasi während ich die Karte zeige. Ich habe bloß irgendwie das Gefühl, dass die Kamera gerade ein bisschen nicht wirklich fokussiert. So. Sehr schön auf jeden Fall. Klar, Zustand hervorragend. First Edition. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass First Edition Collectors Rares, speziell aus Toon Chaos, ein gutes Investment sind. Einfach, weil Toon Chaos selbst als erste Auflage sehr underprinted war. Und dementsprechend, wenn man mal bedenkt, dass pro Case so bis zu 4 Collectors Rares drin waren, dass eben aufgrund dieser Tatsache der Preis dieser Karten noch im Laufe der Zeit weiter ansteigt. Das bringt uns zur Karte, die ich wohl am längsten aktuell da habe. Das ist hier der Sternenstaubdrache, den ich damals noch für 120 Euro, glaube ich, bekommen habe. Oder waren es 160, irgendwie sowas. War auf jeden Fall damals, glaube ich, ein bisschen unter dem Marktwert. Sehr cool auf jeden Fall. Auch First Edition. Geht mittlerweile, glaube ich, ein bisschen mehr. Ihr werdet es ja dann sehen. Ich füge es vielleicht ein. Mal gucken. Ist auf jeden Fall mit einer der teuersten überhaupt. Mit einer der teuersten Collectors Rares. Sehr schön. Sternenstaubdrache ist in dieser Rarität doch einfach der absolute Oberhammer. Also mega nice. Mega nice, egal also was der Sternenstaubdrache daherkommt, er sorgt immer für Aufsehen. Jetzt ist hier der Würfel im Weg. Das macht nichts. Schieben wir das hier ein bisschen weiter runter. Dann haben wir die Karte Toon Umblättern. Sehr cool. Die ist jetzt nicht so teuer. Ich glaube, die geht irgendwie 40 Euro oder so als Collectors Rares. Also eine etwas günstigere Karte, aber dennoch nicht weniger legendär. Es ist eigentlich nichts, also da hat sich Konami einfach gemacht, das ist eigentlich nichts weiter als eine Artwork-technische Fusion aus Glanzpalast und eben Toonwelt. Sogar die Hintergründe haben sie gelassen. Dementsprechend natürlich immens oldschool, hat einen richtig, richtig geilen Flair, ist aber recht fantasielos, muss ich sagen. So cool das Ganze auch aussieht, es ist, wenn man es mal nüchtern betrachtet, sehr, sehr fantasielos geworden. Trotzdem eine sehr, sehr schöne Karte, ist glaube ich alternativ eine Ultra-Rare gewesen. Genau, also ihr seht, wir haben noch ein paar schöne Collectors Rares. Es bringt uns auch zur letzten Collectors Rare, diese hier. Die musste ich mir 2-mal kaufen. Das eine Mal habe ich sie gekauft und dann hat der Verkäufer das Ding ohne Hülle quasi in den Toploader gesteckt und habe ich dann angeschrieben und gesagt, ja, hier,
Jetzt ist hinten was kaputt gegangen, hinten irgendwie ein Eck beschädigt. Willst du den noch oder soll ich reklamieren? Aber da sich ein Kumpel von mir sowieso diesen Topf der Extravaganz in Collector's Rare gewünscht hat, ich gesagt, komm, lass stecken, pack ein, nehme ich trotzdem und habe ihm den dann geschenkt, weil für mich ist der natürlich nicht mehr zu gebrauchen, wenn er dann hinten beschädigt ist. Dann habe ich mir halt einfach aus Frust einen neuen gekauft, ein bisschen teurer leider, aber trotzdem dieser hier diesmal in absolut perfektem Zustand. Allerdings wie der ursprüngliche auch nicht. In First tatsächlich, der kommt nämlich schon aus dem Reprint Toon Chaos Set. Ja, trotzdem ist sehr, sehr schön an der Stelle. Wird aber auf Dauer nicht den Wert halten können, den sie jetzt hat, da eben eine Unlimited ist. Und ich glaube, die Unlimited sind trotz Print on Demand etwas häufiger anzutreffen als die First Editions letztendlich. So, jetzt kommen wir zu ein paar feierlichen Ultimate Rares. Da haben wir hier tatsächlich zweimal Buch des Mondes. Eine von beiden habe ich mir für meine private Sammlung geholt. Das ist die hier, denn die hat, wenn ihr das hier seht, seht ihr das? Dieses Mini-Ding hier. Na, fokussier hier. Das ist halt schon etwas, das eine Karte für meine offizielle Sammlung disqualifiziert, wenn man so möchte. Aber für meine private Sammlung reicht es noch. Die hier ist allerdings in einem hervorragenden Zustand, der absolut perfekt und makellos. Das bedeutet, die hier kommen natürlich in meine offizielle Sammlung. Sind übrigens die ersten beiden Exemplare des Book of Moons, das ich habe, denn das OTS Tournament Pack ist ja noch recht neu gewesen und ich hatte noch keine Zeit mehr, was davon ranzuholen, außer die beiden auch hier, Abyss Dweller und die andere Karte habe ich noch gar nicht in Ultimate Rare aus dem Set, muss ich mir auch noch ranholen. Da hinke ich gerade ein bisschen hinterher. Aber wozu gibt's Rising Time? Gut, dann, hoppla, dann haben wir hier einen Leviar der Meeresdrache, Unfirst aus Generations Force. Waren ursprünglich zwei Stück, der zweite war First Edition, hatte hier oben aber einen kleinen Ditch, den habe ich weiterverkauft für gutes Geld. Und der hier ist natürlich in einem hervorragenden Zustand, absolut near mint. Meeresdrache Leviar ist natürlich, oder Leviar, ist auch eine absolut ikonische Karte, eine sehr schöne Karte, ne? Das Artwork einfach unbeschreiblich schön, vor allen Dingen in Ultimate Rare. Gibt es ja auch in Ultra Rare. Der Ultra Rare Print ist natürlich nicht so prickelnd, da zu der Zeit eben die Print-Quali nicht so gut war bei den ganzen normalen Foils, außer bei Ghosts und eben bei Ultimate Rares. Da war die Qualität natürlich schon extrem hochwertig, auch zur damaligen Zeit. So, dann kommen wir zu einer Karte, die, ach herrje, die habe ich vom Thomas, glaube ich, gekauft. Die ist ja noch älter als der Standstaub. Daher seht ihr schon, wie lange das Zeug hier teilweise schon rumliegt. Das ist ein wirklich Top-Nearmint, wirklich Top-Mint eigentlich schon. Cyber Endrache Unlimited, ne, habe ich, glaube ich, für 30 Euro bekommen oder so. Den habe ich halt mitgenommen. Sehr schön, kann man immer brauchen. War eine schöne Zeit damals. Cybernetic Revelation. Heute unbezahlbares Set, wenn du das OVP haben möchtest. Ich will ja auch mal ein Cybernetic Revelation aufmachen auf meinem Kanal. Aber ich denke, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis es soweit ist. Sehr schöne Karte auf jeden Fall. Eine absolute Ikone, wenn man so möchte. Na, mit dem Cyberdrachen auch absolut teuer. Also Cyberdrache selber ist ja wesentlich teurer als der Cyber-Enddrache. Aber selbst der Cyber-Enddrache in First ist schon recht happig mittlerweile vom Preis. Und die Tendenz ist natürlich auch steigend. Dann erst vor kurzem rangeholt habe ich mir den Schneeken-Typen. Das ist Rainbow. Ist etwas seltsam geschrieben. Nämlich Regenbauks, Biauks oder irgendwie so. Ich sage immer Rainbow dazu. Der Oberherr der finsteren Welt. Damals mein absoluter Favorite gewesen, was Dark World-Karten angeht. Ich habe mir damals heimlich bei Müllermarkt so viele Storm of Neos Booster gekauft. Oder was? Strike of Neos? Keine Ahnung. Ich glaube, Strike of Neos war es, ne? Auf jeden Fall so viele von diesen Boostern gekauft, bis ich ihn endlich mal in Ultimate Rare gezogen hatte. Ich wollte ihn eigentlich überhaupt nur ziehen, auch als Ultra Rare hätte er mir damals gereicht. Aber ich habe ihn tatsächlich damals als Ultimate Rare gezogen und das war mega glücklich. Habe allerdings bis dahin, glaube ich, 400-500 Euro nur in Einzelbooster investiert gehabt. Ne, also man merkt schon, war gar nicht so einfach, den zu ziehen. Sehr schön. Das ist das einzige Deck, das ich jemals gespielt habe. Dark World damals, wo noch GX im Fernsehen lief. Also ihr wisst, das ist schon Jahre her. Sehr, sehr schöne Karte auf jeden Fall. Nämlich gerne mit und so hier Ultimate Rare Dark World Karten nehme und suche ich sowieso prinzipiell immer. Dann kommen wir auch schon zur vorletzten Karte. Das ist hier einmal die Volkian Schäfchenwolke. Auch die liegt hier schon eine ganze Weile rum. First Edition aus Gladiators Assault. Geht, glaube ich, irgendwas para 20 Euro oder so. Also nicht allzu teuer. Ist aber eine schöne Karte mal so zum Angucken. Ich finde halt den Effekt bei diesen Wolken so cool. Wenn man die so dreht, dann sieht das so aus wie so ein Kreisel, der sich hier bewegt. Ich weiß nicht. Ich finde den Effekt halt einfach mega cool.
Ich glaube, den habe ich vom lieben Fabian gekauft oder so für 25 Euro. Ist auch schon eine ganze Weile her. Wirklich eine ganze Weile. Also ihr seht schon, da ist wirklich einiges an Zeit ins Land gezogen. Und zu guter Letzt hier eine wunderschöne First Edition aus Metal Raiders, der Summoned Skull. Der Verkäufer hatte, glaube ich, zwei Stück da. Der zweite hat mir allerdings nicht so getaugt vom Zustand her. Der war zwar auch niemand, aber halt nicht so niemand, wie ich es gerne hätte. Und ihr seht, der ist halt wirklich perfekt vom Zustand. Ich glaube, ich habe, keine Ahnung, 40 Euro dafür bezahlt oder so. Also es war wirklich günstig. Also es war wirklich ein Top-Angebot, muss ich sagen. Deswegen habe ich den auf jeden Fall mitgenommen. Summoned Skull First Edition aus Metal Raiders. Muss man einfach mal gehabt haben als Sammler. Ist alternativlos, wie unsere Bundeskanzlerin gerne sagen würde. Das ist leider alternativlos. Ja, auf jeden Fall sehr schön an der Stelle. Und das bringt uns auch schon wieder zum Ende der heutigen Folge Neuzugänge. Ja, meine Freunde, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt und ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ihr seht, es sind wunderschöne Sachen, keine billigen Sachen. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie teuer die Folge letztendlich sein wird, aber da kommen einige 100 Euro zusammen. Ich würde es sogar nicht wundern, wenn wir fast schon an den 1000 Euro kratzen, allein schon wegen den Collectors Rares. Dann die Book of Moons gehen auch nochmal 70 oder so. Dann der Summoned Skull und natürlich nochmal der Cyber End. Das sind alles Karten so im zweistelligen Bereich. Und möglicherweise, und natürlich hier oben im dreistelligen Bereich. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was das Zusammenrechnen jetzt ergibt. Das werde ich jetzt gleich machen. Und ja, ihr genießt am besten noch den Tag. Vielleicht habe ich ja einige von euch motiviert, sich die eine oder andere Karte hiervon ranzuholen. Wäre schön, solche Exemplare auch mal in anderen Sammlungen zu sehen. Und wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.